Mitgliederversammlung im Casino des Mommsen-Stadions. Nach 4 Jahren Berlin-Liga-Zugehörigkeit berichteten wir vom Aufstieg und Aufschwung des Traditionsclubs, der mit großen Problemen 2 Insolvenzen überstand und nunmehr positive Lebenssignale sendet. TB hat nicht nur und sogar in den Niederungen sein Stammpublikum erhalten, sondern bewundernswert auch die Mitglieder, die sich in Vereinstreue von Herzen zum Club bekennen, verdienstvolle, vom Gesicht her bekannte wie Klaus Schumann, in die Jahre gekommene, aber auch jüngere engagierte Mitglieder. Und was dem amtierenden Vorsitzenden Andreas Vogt besonders freute, wo hat man das schon? Sämtliche Übungsleiter und Trainer der Jugend waren hier zur Mitgliederversammlung erschienen. TB hatte und hat immer noch eine erfolgreiche, erstaunlich erfolgreiche Jugend. Tiefgreifender Gesprächsstoff, denn am Förderverein der Jugend scheiden sich die Geister. Das erörtern wir im 2. Teil unseres Berichts. Hier Alexander Stolle, der Sohn von Klaus Volker Stolle aus dem Hotel Steglitz International. Da freut sich der Vorsitzende. Alexander Stolle ist nunmehr im Vorstand von TB und fürs Marketing zuständig. Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen. Der Vorsitzende Thorsten Eckert, Stellvertreter Sebastian Thiel und Christian Schwarzkopf, Nick Osuna und Kevin Kühnert. Im Podium natürlich der Vorstand. Die Versammlung leitet der Vorsitzende des Ältestenrates, Günther Freier. Und das hier ist Thorsten Eckert vom Aufsichtsrat. Andreas Vogt, der Vorsitzende, Jörg Zimmermann, der Stellvertreter, Alexander Stolle hatten wir bereits und Leander Günzberg für Öffentlichkeitsarbeit sowie Michael Scholisch für Finanzen. Chronistenpflicht zur Vervollständigung. Andreas Vogt ist der Vorsitzende, Jörg Zimmermann sein Stellvertreter, Alexander Stolle fürs Marketing zuständig, das hatten wir bereits, und Leander Günzberg für die Öffentlichkeitsarbeit, Michael Scholisch für Finanzen. Trainer Daniel Vollbert, geliebt, verehrt, ja, das gibt es bei Trainern und mit viel Beifall bedacht. Er verkündete, dass Spieler aus der Talentschmiede den Sprung in die erste Mannschaft ermöglicht bekommen. Angeboten haben sich mit guten Leistungen die beiden 19-jährigen A-Jugendspieler Chaka Aslan, Top-Torschütze der U19, und Serbulent Ulutürk. Die U19 scheiterte ganz knapp am Bundesliga-Aufstieg. Verträge wurden bereits mit Angelo Kempf, Sascha Kuche, Daniel Bongatz und Ertan Turan sowie Rami Reuciani im Angriff verlängert. Mit Lennart Hartmann, das sei nur noch Formsache. Kadir Erdil wurde ja als erster Neuzugang genannt und mit Nico Matt, der bleibt nun auch. Naja, und Michael Fuß bleibt TB auch erhalten. Ich möchte nur eine kleine Anekdote mal erzählen, warum, wieso, weshalb TB. Ich selber bin auch hier in Berlin geboren und aufgewachsen, habe dann bei Adidas studiert und während dieser Zeit durfte ich viele große Persönlichkeiten kennenlernen aus der Welt des Sports. Und jeder, der in irgendeiner Form in Berlin irgendeine Verbindung hatte, sei es ein Charles Taki, sei es ein Diego Senol, die aktive Mitspieler waren, oder auch der Tiger, Hermann Gerland aus Bayern München, wo ich mein Praktikum machen durfte. Als er erfahren hat, ich fahre jetzt nach Berlin und versuche da jetzt ein bisschen den Markt im Fußball zu erobern, hat er auf seiner typischen Art mir gesagt, Mohammed, ja, Chef, TB. Ja, das sind 2 Buchstaben, was soll ich jetzt damit anfangen? Oder 4, was soll ich damit anfangen? Du gehst zu dem Verein und kümmerst dich um den. Du, guck mal, da spielen viele Faktoren eine Rolle und so weiter. Nein, du gehst zum Verein und du machst das klar. Alles klar, Chef, wird gemacht.